In Teil 5 der Erdbebenmessung mit Sophistic im BIM-Workflow geht es nun um die Nachweise. Wir waren im letzten Video beim Task Erdbeben RSA Reloaded stehen geblieben, wollen uns jetzt mit den Nachweisen befassen und dafür brauchen wir als erstes die Überlagerungen. Wenn man die Überlagerung startet, dann werden diese neu initialisiert. Ich kann es auch nochmal machen hier, alle Löschen neu initialisieren. Die Überlagerungen werden aufgrund der Kombinationsvorschriften gebildet, automatisch. Das ist auch sehr gut. Es fehlt aber in meiner Version hier noch die Automatik einer Überlagerung. Deswegen muss ich die händisch hinzufügen, sage also neue Überlagerung. Und zwar fehlt hier die Geschossverschiebungen, die Überlagerung der Geschossverschiebungen. Elementtyp ist Geschossebenen. Da sind die Verschiebungen und UX und UY hätte ich gerne. Ich sage übernehmen und dann haben wir hier unten also auch diese Überlagerung dabei. Lass ich durchrechnen. Okay. Gut, kommen wir jetzt zum Task Story Checks. Ja, hier handelt es sich also um eine Reihe von Nachweisen, die einfach schnell und übersichtlich für die Erdbebenbemessung problematische Bereiche aufdecken können. Schauen wir uns mal die Oberfläche an. Wir sehen also hier in der Übersicht die entsprechenden Geschosse, die Bezeichnungen, dann die Höhenquoten und auch die Höhen. Wenn man nun eine Ebene hier auswählt, dann können Sie erkennen, dann ändert sich auch direkt die Darstellung in der Grafik. Kann man also sehr schön immer kontrollieren, wo man sich befindet. Man kann auch mit der Shift-Taste mehrere Geschosse auswählen oder mit der Steuerung noch einzelne dazu. Also ganz normal, wie man das in Windows so macht. Man sieht hier in Gelb die Massezentren für jedes Geschoss und dann haben wir hier oben einen Filter und der ist sehr hilfreich, weil hier kann man einstellen, dass nur welche Geschosse eben für die Nachweise geprüft werden sollen. Und uns interessiert ja vor allem hier Geschoss 10 bis 4, weil das untere ja dann das Kellergeschoss ist, wo hier also das Gelände ansteht. Und deswegen würde ich hier mal sagen, also bitteschön, Geschoss 10 bis 4 wollen wir untersuchen. Dann haben wir hier unten die Tabelle mit den Massen- und Steifigkeitsschwerpunkten. Wir sehen also wieder die Bezeichnung, die Abmessungen. Dann haben wir hier das COM, ist also Center of Mass oder Massezentrum, das ja unter Umständen lastabhängig ist. Und dann haben wir hier das COR, das ist eben das Steifigkeitszentrum, die Masse in Tonnen, Masseträgheitsmoment und den Trägheitsradius. Schauen wir hier oben auf Kartenreiter Checks, also auf die Nachweise. Das ist eine Übersicht über alle verfügbaren Nachweise. Und wenn man etwas anhakt, dann entsteht ein neuer Kartenreiter mit den entsprechenden Details. Also momentan sehen wir hier Soft und Weak, das sind diese beiden. Und dann geht es hier weiter mit Ausgabe. Wenn ich jetzt aber hier erweiterte Checks anhake, ja, dann tauchen hier auch die weiteren zur Verfügung stehenden Nachweise auf. Und wenn ich die entsprechend hier in der Übersicht anklicke, kommt da oben immer eben der neue Kartenreiter mit den Details zu dem jeweiligen Nachweis dazu. Ja, fangen wir mal hier oben an. Also hier steht der Soft Story Check. Auf Deutsch wird das heißen Regelmäßigkeit der Geschossigkeit. Hier wird also genau diese Regelmäßigkeit der Geschossigkeit und der Masse entlang der Höhe des Gebäudes kontrolliert und das ist sehr wichtig, weil die Regelmäßigkeit eben zur Vermeidung des Auftretens von empfindlichen Bereichen beiträgt, bei denen die Spannungskonzentration oder große Duktilitätsanforderungen Anlass für ein vorzeitiges Versagen sein können.
Ja, jetzt sehen wir ja schon gewisse Werte stehen. Wichtig darauf zu hinzuweisen, ist, hier unten gibt es einen Hilfeknopf. Und wenn man den klickt, dann kommen wir hier in die Hilfe von der Sophistik. Und da ganz wichtig gibt es die theoretischen Hintergründe. Ja, und wir sind ja gerade beispielsweise bei den Soft Story Checks. Und dann sehen wir hier eben genau die Erläuterung dieser Kennwerte. Hier sehen wir beispielsweise also die Werte 07, 06, 08, 07 oder hier für die Masse die entsprechenden Schwellenwerte, also 06, 77 und 15. Und wenn wir jetzt hier wieder reinschauen, sehen Sie genau die Werte, die ich gerade vorgelesen habe aus der Hilfe, die tauchen hier auf. Es geht hier also um die Untersuchung jetzt bei diesen mit dieser Regelmäßigkeit darum, dass das vorhandene oder das zu untersuchende Geschoss verglichen wird mit dem darüberliegenden Geschoss, was die Steifigkeit angeht, und auch mit den drei darüberliegenden Geschossen, was die Steifigkeit angeht. Bei der Masse wird immer das betrachtete Geschoss mit dem darüberliegenden Geschoss verglichen. Diese Werte hier, die stammen übrigens aus dem amerikanischen ASC-Code oder aus der ASCE-Norm, obwohl wir hier oben Eurocode eingestellt haben. Und das liegt daran, dass im EN 1998 einfach keine Werte dazu angegeben sind. So. Aber es ist sinnvoll, natürlich die Werte hier zu verwenden. Und Sie könnten auch, wenn Sie es besser wissen, hier die Werte, also die Schwellenwerte editieren. Ja gut, dann schauen wir mal in den Detailnachweis jetzt hier von diesem Soft Story Check. Da oben also auf Soft draufklicken. Und hier sehen wir dann eben für die X-Richtung, für die Y-Richtung und für die Masse drei Tabellen. Bleiben wir mal bei der X-Richtung. Wir sehen hier also zunächst mal die Steifigkeit des Geschosses. Und zwar in X-Richtung, weil wir sind in der X-Tabelle. Dann haben wir S1 eben die Steifigkeit des darüberliegenden Geschosses. Hier steht 0, das ist logisch, weil 10 das oberste Geschoss ist. Dann S3, das ist eben die durchschnittliche Steifigkeit der drei darüberliegenden Geschosse. Auch hier wieder logisch, dass diese drei Geschosse 0 sind, weil dann kommt erst das erste Geschoss, was überhaupt drei darüberliegende Geschosse aufzuweisen hat. Dann mit S1 oder S zu S1 das Steifigkeitsverhältnis und entsprechend S zu S3 ebenfalls das Steifigkeitsverhältnis. Und dann der Check oder der Nachweis, also das Prüfergebnis, wir es denn hier mit einem regelmäßigen, weichen oder sogar sehr weichen, also extrem soft Geschoss zu tun haben. Ja, schauen wir mal genauer hin. Also das ist die Y-Richtung und wir haben hier Geschoss 4. Nochmal kurz zurückgeschaut. Geschoss 4 ist ja unser stark aufgelöstes Erdgeschoss, was auch eine andere Höhe hat als die anderen Geschosse. X-Richtung ist bei mir hier die stark und Y ist die quer, die schwache Richtung. Und da sieht man eben hier in der Y-Richtung, dass die Werte unter 1 sind. Also wir haben hier die 0,712 für den Vergleich mit dem darüberliegenden Geschoss und 0,844 für den Vergleich mit den drei darüberliegenden Geschossen. Und wenn wir jetzt also hier nochmal reinschauen, dann sehen wir, dass also die 0,712 so gerade über dem Schwellenwert hier 0,7 liegt und die 0,844 auch so gerade über dem Schwellenwert von 0,8. Also deswegen ist es noch regelmäßig. Das Ganze ist auch hier grafisch aufgebaut. Wir sehen also die Farben, wenn ich ein bisschen scrolle, sehen wir hier also nochmal rot, gelb, grün. Die drei Schwellen genau farblich markiert und in Rot, das ist nämlich die Y-Achse, sehen wir also hier Geschoss 4 auf Höhe 5, so gerade vor der gelben Zone, also wo es dann als weich gekennzeichnet würde. Diese Bilder hier, diese Grafiken sind übrigens das wahre, unser echtes Projekt, während diese Bilder hier nur Beispielbilder sind und nichts mit unserem aktuellen Projekt zu tun haben.
Dann haben wir hier unten die entsprechende Tabelle für die Massen. Auch da geht es um die Regelmäßigkeit. Wir sehen also hier mit M die Masse des untersuchten Geschosses, dann M1 wieder die Masse des darüberliegenden Geschosses, das Massenverhältnis und auch hier wieder der Check, ob denn die Grenzwerte auch hier wieder gemäß des ASCEs eingehalten sind, ob das regulär ist oder irregulär. Wir sind hier also offensichtlich im regulären Bereich. Auch das ist hier in dieser Grafik wieder darstellbar. Und wenn ich am Mausrad zoome, dann sehen Sie, dass auch hier die Grenzen, also hier die 0,67 und die 1,5 grafisch auftauchen. Das sind ja genau diese Werte, die hier eben vorgesehen sind. Nächster Punkt ist jetzt hier der Nachweis Weak Story Check. Das ist also auf Deutsch gesagt die Schubtragfähigkeit entlang der Höhe des Gebäudes. Auch hier wieder zwei Grenzwerte, die wieder aus der amerikanischen Norm kommen, weil einfach im Eurocode keine konkreten Werte angegeben sind. Wir brauchen hier dann noch zwei weitere Materialparameter, nämlich die maximalen Schubspannungen für Stahl, Beton und Baustahl, weil die wiederum mit den ja, korrespondierenden Beton- und Stahlflächen jedes Geschosses multipliziert werden bei dem Nachweis. Also Weak, wir sehen hier den Kartenreiter für die Detailnachweise. Wir sehen hier wieder zwei Tabellen für X und für Y. Schauen wir in die X-Tabelle rein, da haben wir also SC, das ist die Schubtragfähigkeit in X-Richtung des Geschosses, dann SC1, die Schubtragfähigkeit in X-Richtung des darüberliegenden Geschosses, dann das Verhältnis der beiden Werte und dieses Verhältnis wird wiederum verglichen mit den Grenzwerten, was dann zum Ergebnis führt, ob das Ganze regelmäßig weich oder sehr weich ist. Wir sind hier aber weit, weit im regelmäßigen Bereich. Gehen wir zurück zu der Übersicht. Wir wählen jetzt hier die erweiterten Checks aus. Das sind also im Vergleich zu den gerade genannten nun Nachweise, die lastabhängig sind. Ja, hier wird zunächst mal ein Lastfall für die Gesamtlast benötigt. Der ist nämlich für den Nachweis Theorie zweiter Ordnung und den Schubkraftnachweis erforderlich. Und automatisch ausgewählt ist hier ein entsprechender GZT, Erdbeben-Überlagerungslastfall. Dann haben wir als weiteres die Lastfälle für die Bemessung schon mal hier ausgewählt. Und hier über diesen Haken kann man also sehr schön sich das filtern lassen. Zeige mir alle Einwirkungen, zeige mir alle anderen zu den, und das ist für uns das Wichtige, den seismischen Bemessungskombinationen. Ist der Eingang für die weiteren Nachweise. Wir brauchen noch, wenn wir nach dem Eurocode rechnen, den Verschiebungsverhaltensbeiwert. Der steht hier auf 1,5 und das ist auch richtig, weil in der Regel ist der Verschiebungsverhaltensbeiwert anzusetzen gleich den Verhaltensbeiwert. Den hatten wir im vorherigen Video ja schon gesehen. Und dieser Beiwert hier wird benötigt eben für den Nachweis Theorie zweiter Ordnung für die P-Delta-Effekte. Ich schalte ihn ein und da oben ist jetzt auch der Kartenreiter aufgetaucht. Hier geht es jetzt also um den Empfindlichkeitsbeiwert der gegenseitigen Stockwerksverschiebung. Auch dieser, also Empfindlichkeitsbeiwert, das ist ja der Theta hier, da unten sieht man es, der hat auch wieder entsprechende Schwellenwerte, gewisse Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen und die kommen auch tatsächlich aus dem Eurocode oder in meinem Fall der DIN EN 1998. Dann haben wir hier als nächstes den Drift Check. Auf Deutsch ist das die Beschränkung der gegenseitigen Stockwerksverschiebung.
Wäre auch wahrscheinlich zu lang gewesen, vor allem da oben jetzt für den Kartenreiter. Also Drift Check heißt es bei uns hier. Und diese Grenzen, die hier auftauchen, stammen auch wieder aus der EN 1998. Hier gibt es auch diesen Abminderungsfaktor, der ja dann dieses modifizierte DR beeinflusst. Wir können als Betrachtungspunkt den Massenschwerpunkt oder die maximalen Verschiebungen auswählen. Als nächstes haben wir hier die Schubkräfte. Der Nachweis der Schubkräfte liefert einen Vergleichswert zwischen den Schubkräften in X- und Y-Richtung im Verhältnis zur Vertikallast. Können wir mal kurz draufklicken, da sehen wir es dann auch. Also hier haben wir die Vertikallast, wir sehen die Schubkräfte in X- und Y-Richtung, die dann ins Verhältnis zur Vertikallast gesetzt werden. So, gehen wir nochmal zurück auf die Checks. Was haben wir noch? Wir haben hier noch die Geschossverschiebungen, die dann hier auch entsprechend wieder mit diesem Kartenreiter auftauchen und entsprechend angeschaut werden können. Dann sehen wir hier bei diesen drei Nachweisen, also Schubkräfte, Verschiebung, Drift Check, da lässt sich der P-Delta-Faktor hier, wenn ich das anhake, jeweils berücksichtigen, der lässt sich einschalten, was auch notwendig ist, sofern sich eben der Empfindlichkeitsbeiwert, ist eigentlich der richtige Normenbegriff, also das Theta, zwischen den ersten beiden Grenzen liegt, also zwischen den 0,1 und 0,2. Können wir mal reinschauen, also Theorie zweiter Ordnung, klicke ich auf das Detail. Hier sehen wir den Theta-Wert und der liegt also weit, weit entfernt von 0,1. Der liegt bei 0,002 oder 0,03. Deswegen ist das Check-Ergebnis auch okay. Wir sehen die entsprechenden Lastfälle, die maßgebenden Lastfälle hier aufgeführt und auch in der Grafik diese beiden Lastfälle. Und wenn ich jetzt hier mal zoome, dann muss ich schon ganz, ganz weit zoomen und auch ja, schieben. Ich muss noch weiter schieben, da sehen wir, wie weit wir im grünen Bereich liegen. Hier kommen also erst die Grenzen, da käme 0,1, 0,2 und wenn wir in dem Bereich lägen, dann müsste man entsprechend den P-Delta-Faktor berücksichtigen. Ja, zoome ich nochmal hier hin. Sehen wir also, ist alles im grünen Bereich wortwörtlich. Kommen wir auf den Kartenreiter-Ausgabe noch. Ja, hier können wir entsprechend die Text- und Grafikausgabe beeinflussen, von wenig bis sehr, sehr viel. Wenn wir hier unten das Häkchen gesetzt haben, bei sofort ausführen und ich auf OK klicke, dann berechnet er jetzt die ganzen Nachweise. Das ging sehr schnell, ist schon fertig und wir bekommen entsprechend das Ausgabedokument, was natürlich auch wieder komplett all das beinhaltet, was wir uns gerade anzeigen haben lassen. Die Informationen textlicher Natur und auch der Grafiken. Der Vorteil, dass wir das eben hier in diesem Task direkt machen können, ist natürlich auf der Hand liegend, dass man nicht immer in den Ergebnisplot rein muss, raus muss, je nachdem, wenn man hier irgendwelche Werte ändert. Das ist also sehr, sehr komfortabel. Gut, dann war es das in diesem Video und wir schauen im nächsten Video uns dann die Bemessung der Schubwände und dann auch die Bemessung der Gebäudekerne an.